In diesem Video geht es darum, welche Methoden man anwenden kann, um ein schlecht gezeichnetes Bild zu verbessern. Wir gehen mal von diesem Bild hier aus. Das könnte sowas Ähnliches wie ein Rechteck sein, aber was wir hier sehen, ist einfach in der Skizze, dass hier mehrfach Linien gezogen wurden. Auch hier ist so eine Schlaufe drin, dass man nicht genau weiß, wo soll eigentlich die Linie lang gehen. Es gibt nun zwei Methoden, die wir anwenden können. Also der Ablauf, wir laden uns das Image-File, das ist diese Datei, die wir gerade gesehen haben. Dann gibt es die Methode Morphing und dort einen Filter Deletion oder Erweiterung. Dann ein Skeleton, also ein Skelett wird gemacht und dann wollen wir am Ende einfach mal dieses Morphing und dieses Skeleton übereinander legen. Das heißt, dieser Mixer, der benutzt jetzt die beiden Objekte T2 und T3. Und setzt sie irgendwie zusammen. So, jetzt haben wir die Objekte hier erzeugt und wir fangen zunächst erstmal an. Wir schauen uns hier das Image-File an. Und hier ist schon mal wichtig, dass wir nicht das Image-File benutzen, sondern invertiert. Das heißt, was vorher schwarz war, ist weiß und umgekehrt, weil die Information, die wir verarbeiten wollen, ist eigentlich die Skizze. Und für die Bildbearbeitung ist schwarz eigentlich immer der Bereich, der keine Information enthält. Und wir müssen das diesmal umdrehen. So, das ist also unser Image-File. Und wir schauen uns jetzt als nächstes an, was das Morphing macht. Und das sehen wir, das Morphing hat jetzt im Vergleich zum Image-File hier einfach mal diese Lücken geschlossen, hat die Striche breiter gezeichnet. Es ist hier ein Parameter eingestellt, Kernel, der ist auf 12 und wenn ich den einfach mal zurücksetze auf 1, dann habe ich wieder das ursprüngliche Bild. Und wenn ich hier 5 eingebe, dann ist ein bisschen was geschlossen und 12 ist jetzt genau das richtige Maß, um jetzt alle Lücken zu schließen. So, das nächste wäre das Skeleton. Das Skeleton macht Folgendes: Es geht vom Rand des gezeichneten Objektes aus nach innen und versucht dabei die Pixel alle zu löschen, bis nichts mehr da ist. Und wenn es quasi den letzten Schritt gemacht hat, bevor es gelöscht wird, gibt es einen Punkt, der immer am weitesten innen liegt. Das ist also sowas wie die Innenlinie. Und die Innenlinie, die wird hier irgendwo hier drin lang führen. Es gibt natürlich auch hier bei den Strichen, die über den Schnittpunkt hinausgeht, irgendwelche Innenlinien. Und hier drüben möchten wir natürlich genau den Mittelwert haben. Und vergleichen wir mal die Bilder, was wir hier sehen. Hier gibt es wirklich diese Mittellinie und hier diese Besonderheiten, die liegen einfach daran, wenn ich hier außen reingehe, dann ergeben sich so kleine Enden. Wenn man sich ein bisschen mit Skeletons beschäftigt hat, dann ist das ein ganz typisches Bild. Was wir außerdem noch sehen, ist hier eine Einfärbung, nämlich diese Farben sagen aus, dass hier der Strich einfach dicker war. Das ist hier und besonders dick war hier unten. Und es gibt halt auch dünnere Stellen, die sind hier so hell dargestellt. So, und jetzt möchte ich beides nochmal übereinander legen. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, zwei Objekte in einem neuen Bild wieder zu vereinigen. Braucht man für die Auswertung nicht, weil das wäre quasi jetzt wirklich die Mittellinie zu unserem Viereck. Aber wir wollen uns den Mixer nochmal anschauen. Und der Mixer. Das auch mal weg. Halt. Das war jetzt falsch. Das schieben wir wieder zusammen. Dieses Bild.
Ziehen wir größer. So, und jetzt sehen wir hier außen das Morphing. Und wir sehen innen drinnen die Mittellinie. Man kann jetzt hier noch ein bisschen mit den Farben rumspielen, indem man einfach sagt, man kann die Reihenfolge der Überlagerung ändern. Man kann die Farbe invertieren. Und man könnte hier die einzelnen Bilder unterschiedlich wichten. Das heißt, wenn ich jetzt hier vom Gewicht her einfach mal ganz zurückdrehe, dann erscheint fast nur noch das eine Bild. Und man könnte natürlich die Farbe auch nochmal umkehren. So, auf diese Weise kann ich also aus einer Handskizze eine Mittelwertskizze machen, bei der ich genau die Mittellinien habe. Ich sehe dann hier auch ziemlich deutlich, wo sind die Schnittpunkte, auch wenn ich ungenau gezeichnet habe. Und der nächste Schritt wäre dann zu sagen, wenn ich jetzt hier so ein Viereck habe, ist es jetzt ein Rechteck? Mit welcher Annäherung ist es ein Rechteck und wo sind die Eckpunkte des Vierecks? So, am Ende nochmal die Gegenüberstellung der einzelnen Schritte. Das Originalfile mit den Fehlern, dann das Morphing mit ausgefüllten und verdickten Linien, dann das Rückrechnen auf die Mittellinie und die Kombination von diesen beiden Bildern. Der Objektbaum für dieses Projekt sieht so aus. Imagefile ist der Ausgangspunkt, dann kommt das Morphing, das Skeleton wird ausgerechnet und dann werden die beiden Sachen im Mixer kombiniert.